Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum 13. Adventskalendertürchen. Für den World of Tanks Adventskalender heute finden wir hier den Tier 8 Premium Jagdpanzer bei den Sowjets, die SU-130 PM im Angebot, entweder für 10.100 Gold oder für 36,12 €. In beiden Angeboten gibt es jeweils einen Garagenstellplatz, die 100% Mannschaft und 5-fach Booster dazu. Ihr könnt euch also aussuchen, ob ihr eure Gold aufwenden wollt oder Echtgeld ausgeben wollt. Link wie immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr keinen Bock auf einen Adventskalender habt, wo ihr selber Geld ausgeben müsst, schaut bei meinem vorbei. Dort gibt es jeden Tag ein kleines Giveaway zu gewinnen. Link dazu rechts oben in der Infokarte. Schauen wir uns diese Scorpion G-Kopie bei den Sowjets mal ein bisschen genauer an. Die Kanone 130 mm. Kaliber 243, Durchschlagsleistung auf der Standardmunition. Das ist eine AP-Granate mit 520 Alpha und 1030 Metern pro Sekunde Fluggeschwindigkeit. Premium ist eine Heat mit 320 Durchschlagsleistung, auch hier der Alpha 520 und eine Fluggeschwindigkeit von 1030 Metern pro Sekunde. Und dann haben wir noch die HE mit 65 Pen und 660 Alpha, wenn sie durchschlägt, und einer Fluggeschwindigkeit von 930 Metern pro Sekunde. Nachladezeit 13,6 Sekunden, damit eine DPM von 2294. Die Kanone hat eine Grundgenauigkeit von 0,35 und 2,3 Sekunden Einzielzeit und die Softsets sind eher mäßig, was aber im TD-Bereich relativ oft der Fall ist. Daran muss man sich so ein bisschen gewöhnen. Man muss also wirklich durchzielen. Snapshots, ähnlich wie beim Scorpion G, funktionieren in der Regel nicht. 65er Topspeed, 20 rückwärts, also recht mobil. Auch das Leistungsgewicht ist einigermaßen brauchbar mit 16,67 PS pro Tonne. Und sie hat 7 Grad Gun Depression. Achtung, sie hat keinen volldrehbaren Turm. Sie kann den Turm in beide Richtungen nur 77,5 Grad drehen. Das muss man also bedenken. Und Gun Elevation sind über die Front sehr, sehr gut mit 37 Grad. In den äußeren Bereichen sind es dann nur noch 15. Also das muss man auch bedenken, wenn man Gegner hat, die deutlich über einem stehen. Was ja zum Beispiel auf Klippe mal der Fall sein könnte. Panzerung hat das Teil im Grunde nicht. Also 15 mm am Turm, an der Wanne sind es 20 mm, die Seite auch nur 6 oder 15, 6 am Turm und 15 an der Wanne. Und Heck hinten natürlich offen oder 8 mm an der Wanne. Das heißt, wenn ihr die seht, schießt HE, das lohnt sich sogar noch mehr als beim Scorpion G. 1100 Hitpoints, das ist auch wieder typisch für Jagdpanzer, das ist natürlich relativ schwach. Und 360 Meter Sichtweite, auch das ist typisch für Jagdpanzer, eher mäßig. Die Mannschaft, sie hat einen Kommandanten, der ist gleichzeitig der Funker, ein Fahrer, ein Richtschütze und zwei Ladeschützen. Damit lassen sich die Crews der High-Tier-Jagdpanzer bei den Sowjets darin sehr gut leveln. Im unteren Bereich fehlt dann halt mal irgendwie der Ladeschütze, den man sich irgendwie noch mit besorgen muss. Beziehungsweise der dann halt in der Su-130 PM irgendwie so extra nachgezogen werden muss. Ansonsten Crew-Leveln auf jeden Fall einigermaßen bis eigentlich gut brauchbar. Also einigermaßen ist fast untertrieben. Man kann mit der wirklich gut die Crew leveln. Aber ja, ich weiß, Crewbooks und so werden ja gerne hier als Argument angebracht. Wenn man das Teil jetzt mal in einen Vergleich mit Jagdpanzern, die auch einen drehbaren Turm haben, setzt auf Tier 8 und da natürlich auch sich den Scorpion G anschaut, dann stellt man erstmal fest, der Scorpion G die bessere Durchschlagsleistung auf der Standardmunition. Auch etwas bessere DPM. Dafür natürlich 30 Alpha weniger. Gut, das kann man, mag man verkraften, aber wenn es darum geht, dann irgendwie One-Shots zu haben oder nicht zu haben, kann das schon mal ausschlaggebend sein. Ansonsten auch die DPM bei einem Chariot hier besser, bei einem T-103 besser und auch bei dem Borsig mit der langen Kanone besser. Ich habe den Gizor mal mit reingenommen, aber im Grunde ist der nicht wirklich gut vergleichbar hier. Er hat zwar einen drehbaren Turm, aber der ist von der Charakteristik her komplett was anderes. Und ich gucke jetzt extra nochmal rein. Ich finde ansonsten keinen weiteren drehbaren Turm-Jagdpanzer, aber korrigiert mich gerne, wenn ich hier irgendwas vergessen habe. Ja, Alpha, wie gesagt, richtig stark. Gucken wir auf die Kanone. Da ist der Scorpion G mit Einzielzeit und Genauigkeit besser. Aber der Scorpion G oder der Scorpion hat die deutlich schlechteren Softsets. Und damit auch die größere Diva-Kanone für meinen Geschmack.
Da funktioniert die SU vielleicht ein Ticken besser. Da streiten sich tatsächlich so ein bisschen die Geister. Manche sagen, oh, die SU 130 ist tausendmal besser als der Scorpion G. Manche sagen, nee, Scorpion G gefällt mir besser. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Rein von der Spielweise ist es relativ ähnlich. Man muss halt bei der SU damit klarkommen, dass sie keinen voll drehbaren Turm hat und dass die Grundgenauigkeit und Einzelzeit halt ein Ticken schlechter ist. Dafür Topspeed etwas besser, beziehungsweise mal zur Kanone zurück. Die anderen Jagdpanzer liegen da alle auf einem ähnlichen Niveau. Die Softsets sind teilweise sogar noch einen Ticken schlechter als bei der SU 130. Aber Topspeed. 65 ist sie richtig stark. Da kommt auch ein Scorpion G nicht ran. Leistungsgewicht ist sie eher ein bisschen schwächer. Also der Scorpion G auch deutlich besser beim Leistungsgewicht. Auch ein Charioteer ist besser. Ein T-103 gut. Und ein Borsig, die sind von der Mobilität und auch von der Art und Weise dann doch ein bisschen anders. Vor allen Dingen der T-103. Und der ist einfach ein riesiger Fettklops. Die Drehfreudigkeiten. Einerseits nominell richtig gut im Vergleich, effektiv auch. Der Scorpion G ist da tatsächlich schlechter. Die Bodenresistenzen bei der SU sind zum Scorpion zwar identisch, aber sie dreht trotzdem einfach besser. Ansonsten im Vergleich sind die anderen teilweise besser. Also Charioteer ist ein Ticken besser, Borsig ist bei den Drehfreudigkeiten besser. Der G-Sor, auch wenn er hier nicht wirklich reinpasst, und der T-103 sind da teilweise etwas schlechter. Panzerung, besser, Entschuldigung. Nein, T-103 und G-Sor ticken schlechter, Charioteer, Borsig ein Ticken besser, Scorpion schlechter. So rum ist es richtig. Meine Güte, die Tabelle. Panzerung müssen wir nicht drüber reden, ja, also sie hat keine. Wenn man nicht gerade die Kanone trifft, macht HE auf jeden Fall Spaß auf sie, oder wenn die Ketten irgendwas schlucken. Beim Tarnwert, und da kommt immer das große Argument, warum die SU 130 das bessere Fahrzeug im Vergleich zum Scorpion G ist, denn sie hat fast den doppelt, also eigentlich den, ja, ihr Tarnwert ist doppelt so gut wie beim Scorpion G. Stationär 19,1, Scorpion G 9,2, und das ist natürlich ein riesiges Argument, gerade für den Jagdpanzer hier. Die anderen Fahrzeuge, Charioteer, kommt da noch ein bisschen ran. T-103, brauchen wir nicht drüber reden. Der Borsig ist ein Ticken besser nochmal. Und der G-Sor liegt nur knapp dahinter. Also das ist die große Stärke, warum sich immer so die Geister scheiden und man halt sagt, hey, SU 130 ist besser. Zu dem Modul noch, Kategorieslot, Feuerkraft. Hier natürlich dann denkbar, entweder einen Ansetzer einzubauen oder auch einen Drehmechanismus, um die Mobilität und das Gunhandling zu verbessern. Eine Zielführung wäre auch denkbar. In die restlichen Slots dann Schernfernrohr und Tarnnetz, ganz klassisch, oder halt noch andere Sachen, um das Gunhandling zu verbessern. So, hier jetzt mit Heat am 122er wird es ein bisschen kritisch. Der lädt zum Glück nicht auf HE um. Und jetzt ist er hier schon One-Shot. Er hat zwar einen langen Reload, ist der 122er. Kommt er hier jetzt an ihm vorbei? Er versucht... okay. Okay, okay, okay. Er nimmt ihn hier am Ende raus. Wir sind übrigens bei 8800 Schadenspunkten. Er war hier gefühlt im Dauerfeuer in dieser Runde. Und jetzt ist er noch ein 121B. Der steht da hinten. Wir sind bei 4 Kills. Na? Ah, der piekt. Es ist im Grunde egal, wie man hier rausfährt. Sidescrape zeigt mal eine kleinere Silhouette. Oh Gott, er geht hier volles Risiko. Er nutzt den Busch aus, er geht nicht auf. Da ist der Kollege. Er kriegt den Kill leider nicht. Aber am Ende sehen wir hier 9300 Schadenspunkte. Hier am Ende die Auswertung. Es gibt das Panzerass, den Unterstützer, das Großkaliber und den Tanker-Sniper. 9342 Schadenspunkte, 4 Kills, 2078 Basiserfahrungspunkte. Einiges an Credits hier rausbekommen, auch wenn sehr viel Heat dabei war. 308.000 Credits, 433 Support und 7014 Erfahrungspunkte. Am Ende natürlich noch ganz kurz, braucht man diesen Panzer? Wie immer da die klassische Antwort eigentlich nein. Oder was heißt eigentlich, man braucht ihn nicht. Wenn man der Meinung ist, einen zweiten Scorpion G zu brauchen, wenn man damit klarkommt, dass kein volldrehbarer Turm dabei ist und man mit einem besseren Tarnwert deutlich besser arbeiten kann, dann ist das halt der Scorpion G-Ersatz. Dafür ist die SU-Spielweise ein bisschen passiver, denke ich, als der Scorpion G, einfach auch aufgrund des schlechteren Leistungsgewichtes und halt dieses eingeschränkten Turms. Das muss man halt irgendwie bedenken. Nichtsdestotrotz ähneln sich die beiden
Jagdpanzer Scorpion G und Su-130 doch schon sehr, wenn man mit dieser Spielweise klarkommt, also gerade hier bei der Tarnwert nutzen, zweite Reihe spielen, vielleicht nicht dritte Reihe, weil dann einfach die Kanone anfängt zu trollen und man auf großen Alpha steht und weiß, dass man keine Panzerung hat und deswegen wirklich ja auch der Vorteil des Tarnwerts da gut eingesetzt werden kann, dann ist der Panzer durchaus was für euch. Wenn ihr aber keine Jagdpanzer mögt, dann lasst die Finger von ihr. Grundsätzlich aber ein recht gutes Fahrzeug. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt, Gorwin, Kirtano, Kulle und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.